Ja Leute, willkommen zurück zu Sea of Stars. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, hatten beim letzten Mal zwei kleine Mini-Boss-Fights gegen LeJuck und gegen den Seelenkurator. Yo, Freunde, die Folge, denke ich mal, wird das Finale sein. Können wir irgendwie was kochen? Ne, können wir nicht. Wir sind voll. Haben wir vielleicht noch eine Geschichte bekommen? Bevor wir jetzt ins Finale gehen? Ne, okay. Keine neue Geschichte. Gut. Ausruhen. Und let's go ins Finale. Höchstwahrscheinlich. Okay, da kann ich nicht hin. So. Legendäres Fest mal gefunden. Ja, ich kann nichts tragen. Seht. Gut, das ist die letzte Fuhre. Ihr seid umzingelt. Oh, da seid ihr ja. Beschwörer, der Raum der Entsendung wurde entweiht. Ich benötige 4 Seelen, um den Hüter des Portals anzurufen. Die Zeit ist gekommen, erfüllt den Eid. Das ist nicht gut. Phasenschnitter. Das Heim unseres Meisters wird belagert. Macht eure Arbeit. Okay. Phasenschnitter. Let's go. Oh fuck. Ich dachte, das wäre ein Angriff gewesen jetzt. Na gut, okay. So. Schon wieder zu schnell. Yo! Alter, war das ein Angriff. Junge, Junge, Junge. Und Seele ist weg. Na bravo. Na bravo.
Oh nein. Okay, Sally ist wieder da, super. Den ultimativen Angriff kann ich einsetzen. Zack, nehmen wir den von Rishon. Jawohl. Ja, wann ist er denn endlich weg? Mensch, ey. Oh nee. Nicht dieser Angriff schon wieder. Nochmal Rishon den ultimativen Angriff. Oh Gott, nicht wieder der, ey.
Jawohl, es geht doch. Unmöglich! Ihr habt den Phasenschnitter besiegt. Sein Tempo ist unerreicht. Offenbar gibt es nun jemand Schnelleres. Lasst mir keine Wahl, unser neuer Rekrut wird kurz einen Prozess mit euch machen. Deine Scheren können dir nicht mehr helfen. Hä? Was ist das? Die verdiente Strafe. Nein! Endlich ist dieses Monster fort. Danke euch allen. Klar, das Serie. Wir ziehen das bis zum Ende gemeinsam durch. Brauchst du einen Moment? Geht schon, ich kann zum ersten Mal seit Ewigkeiten lächeln. Haha, das ist gut. Wo wir gerade die Drecksarbeit erledigen, denkt ihr, wir können dieses Portal zerstören? Valère? Mit Vergnügen. Ja! Was ist passiert? Es ging offenbar nach hinten los. Cedric, kannst du irgendwas ablesen? Tiefengewebscanner online. Scan abgeschlossen. Bericht. Analyse läuft. Bitte warten. Ergebnis deutet stark auf unbekanntes Material hin. Hochentwickelte Mixtur aus biotischen und kybernetischen Stoffen. Basierend auf den Partikeln in der Luft führte der Zerstörungsversuch dazu, dass ungefähr 0,00005% seiner Masse explodierten. Das Ding ist eine Sprengfalle. Exakt. Vor euch befindet sich eine Bombe, die stark genug ist, um diesen Planeten zu vernichten. Empfohlene Aktion in Ruhe lassen. Aber dieses Ding entsendet Monster ins Universum. Es muss einen Weg geben. Negativ. Die Struktur ist mit einem unendlich komplexen Nervenmuster verwickelt. Nur eine sehr schnelle Serie an präzisen Schnitten könnten es deaktivieren. Das sollte sehr doch liegen. Negativ, Material reagiert ausschließlich auf Sonnenmagie. Extrapolationsmodelle deuten darauf hin, dass der Flashmonster dieses Material aufgrund der Flüchtigkeit noch nicht in Eremiten einweben kann. Empfohlene Aktion auf Holzklopfen. Dieser Bastard. Wenn ihr erlaubt. Velo! Die hochheilige Nadeln raubten mir fast den Verstand, doch am Ende fand ich, wonach ich suchte. Ihr habt viele große und tapfere Taten vollbracht, doch das ist ein Job für meine Windklinge. Trete bitte beiseite. Tolle Beinarbeit. Ich habe meinen Teil erfüllt. Nun müsst ihr die Sache zu Ende bringen. Seid gnädig mit den Beschwörern in den nächsten Räumen. Ihr Verstand ist vom Gedankenkontrollzauber des Seelenkurators benebelt. Doch sie werden euch nicht angreifen. Es wäre ratsam, die Gelegenheit zu nutzen und hier zu rasten. Hier ist außerdem ein Teleporter zum Eingang, falls ihr euch um unerledigte Dinge kümmern wollt. Danke für deine Hilfe, Velo.
Ich danke euch, dass ihr meine Welt gerettet habt, Solen und Luana. Ihr und eure Gefährten habt es weit gebracht. Der Flashmancer erwartet euch direkt über dem Raum der Beschwörer. Viel Glück. Okay. Ihr habt mit unserem Meister zu schaffen. Von uns friedfertigen Dienern habt ihr nichts zu befürchten. Oh, großer Flashmancer, hört mein Gebet. Der Flashmancer wacht über zahllose Welten. Wir fühlen uns geehrt, ihm so nah zu sein. Ich habe ein paar Sachen dabei. Braucht ihr was? Nicht wirklich. Nö. Wir sind nicht hier, um euer Recht auf eine Audienz bei unserem Meister zu hinterfragen. Ihr habt es euch bereits durch eure Ankunft verdient. Ihr könnt euch gerne im Raum zu meiner rechten ausruhen, der Teleporter links von mir bringt euch zurück zum Eingang, sobald ihr möchtet. So, abspeichern. Ihr werdet unseren großen Anführer treffen. Ich beneide euch. Dankeschön. Wird gespeichert. Ganz schön weit nach oben, ey. Mama mia. Und das ist schon der Ausgang. Da ist er, Flashmancer. Ihr habt es geschafft. Glückwunsch, erwartet wirklich ein ziemliches Ärgernis. Mach dich bereit. Bereit machen? Ich? Töricht. Kämpfe gegen Kriege der Sonnenwende sind unter meiner Würde. Aber da ihr schon den weiten Weg zurückgelegt habt, halte ich mich an die Regeln. Die Zeit ist gekommen, das Schicksal eures Reichs und all seiner Welten zu bestimmen. Könnte meinen stärksten Leutnant besiegen oder wird sie die Cellbox beherrschen? Niemals. Deine Bosheit hat hier keinen Platz mehr. Hoho, ziemlich überheblich, was? Dann klären wir die Sache also. Ich rufe dich, treue Kämpferin. Vernichte die Eindringlinge und behaupte deinen Thron als rechtmäßige Herrscherin dieser Welt. Komm, Elisandarell. Oh, fuck. Elina. Was ist aus dir geworden? Wer wagt es, mich herauszufordern? Erkennst du uns nicht? Ich erkenne abscheuliche Kriege der Sonnenwende. Abschaum, der getilgt werden muss. Sie ist vollkommen verloren. Still! Ihr werdet euch vor mir beugen! Passt auf! Oh shit, okay.
Alter. Boah, die Musik. Auch wieder so geil, ey. Freunde, wir stehen ja schon ganz kurz vor dem Finale des Spiels. Und schon mal so ein kleines Zwischenfazit zu nennen. Sea of Stars. Das beste Spiel des Jahres. Meiner Meinung nach. Es macht einfach so Bock. Das Soundtrack ist geil. Die Story ist okay. Und dass Gal gestorben ist, das ist einfach traurig. Einfach traurig. Ja. Oh. Heilen. Ja, und was so die Punktzahl angeht, 10 von 10. 10 von 10, Freunde. Einfach sau geiles Spiel. Okay, der ultimative Angriff ist voll. Mit Schaden, damit wir uns heilen können. Let's go. So, Sonnenball drauf. Nochmal mit einem Sonnenball drauf. Combo.
Nee, Combo. Keine Monde kommen. Ja, komm. Schon bis mit Segel. Den ultimativen Angriff. Jetzt mal. Nein! Ich brauche mehr Macht! Ich brauche mehr! Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Show. Alter! Haut angefroren! Show! Ach du heilige Scheiße! Nein, nicht das schon wieder, Kristallberührung! Oh Gott! Und Rishan ist weg! Ach du heilige Scheiße! Yo! Alter Schwede. Wir mal Biest drin hier. Oh nein. Und Seel ist weg. Na bravo. Ich scheine wieder da. Das ist gut. Thank you.
Oh nein. Oh nein. Und Rishan ist wieder weg. Dafür ist Zale wieder da. Oh Gott. Ah ne, komm. Komm. So, warte mal. Sehr heilen. Oh nein, nicht das schon wieder. Oh Gott. Und die ist das weg. Na super. Jo, ho, ho, ho. Alter. Junge, Junge, Junge. Und ich darf jetzt alles wieder von vorne machen, nicht wahr? Oh Gott. Natürlich muss ich alles wieder von vorne machen. Oh Gott. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Alles nochmal von vorne. Yo. Alles noch mal von vorne.
so. Ja, komm, ich tu's. Okay, erste Phase überstanden. Und jetzt kommt Phase 2. Alter Schwede. Und weiter geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf in die zweite Phase des Bossfelds.
Oh nein. Oh nein. Verdammt. Und zack, sie alles weg. Alter, dieser Angriff. Junge. Sehr ist wieder da, super. Nicht schon wieder. Und schon wieder auf Sale. Und tschüss. Alter Schwede. Nicht das schon wieder. Oh Gott. Yo. Kann ich den ultimativen Angriff von Rishan nicht einsetzen? Heilen kann ich ihn nicht. Da muss ich warten, bis er wieder geht. Muss ich warten. Oh Gott. Oh nein, nicht das schon wieder. Okay, Rishan ist wieder da. Skills, ultimativ. Und let's go. Und Zell ist weg. Junge, Junge, Junge.
Oh nein, nicht das schon wieder. Oh nein. Oh Gott. Ach du Scheiße! Okay, sie ist wieder da. Oh nein, nicht das schon wieder. Oh Gott. Items. Ich habe nichts, was die Gruppe heilt. Oh Gott! Skills, ultimativ, let's go rauf da. Sehr schön. Jawohl! Ja, Mann! Ah! Boah, meine Güte! Puh. Meine Macht! Meister, ihr habt versprochen. Ich versprach eine Gelegenheit, mehr nicht. Hey! Sie haben gewonnen. Zeit zu gehen, Aferol. Och, ich will doch hier sein, wenn Sie die große Überraschung sehen. Was meinst du damit? Pff, fragt eure neuen Wächtergötter. Könnt ihr es fühlen? Es kommt aus so weiter Ferne. Ein Weltenfresser. Nur ihr könnt ihn zerstören. Viel Glück, Solan und Luana.
Er ist wirklich fort. Wir sind frei. Hoffentlich, es ist so lange her. Sehe, Valer. Wir müssen gehen, Sarai. Wir müssen den Weltenfresser aufhalten. Kehrte zurück. Wir können jetzt alles fühlen. Es gibt so viel für uns zu tun. So viele Welten, ich hatte keine Ahnung. Nun dann, lebt wohl. Ja, Beast, danke. Wartet! Keuch, keuch. Bevor ihr geht, möchte ich. Stimmt. Es war schön, euch zu kennen. Ich werde künftigen Generationen eure Geschichte erzählen. Man wird sich an euch erinnern. Es war auch schön, dich zu kennen, Teex. Passt auf euch auf. Es geht nicht mehr um uns. Ihr müsst gut auf euch und eure Leute aufpassen, okay? Wir tun unser Bestes, schon euretwegen. Zeit zu gehen, Valer. Nun beginnt also unsere Wacht. Hoffen wir, dass es nicht langweilig wird. Das wäre ganz was Neues. Hey, vergisst nicht, uns zu besuchen, wenn ihr vorbeifliegt. Sicher. Es war die Ehre meines Lebens, an eurer Seite zu kämpfen. Lebt wohl. Ach du heilige Scheiße. Jo, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Wie geil ist das denn? Der letzte Fight gegen den Weltenfresser. Alter, ist das geil! Weltenfresser, ich besiege dich! Und rette die Welt! Ja! Alter, wie geil ist das? Wie geil ist das bitte? Oh fuck! Nein! Komm schon, nicht mehr viel! Nicht mehr viel! Und der Weltenfresser ist besiegt! Chaka! Okay, Freunde, das war's. Wenn euch der letzte Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wenn